Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Resident Evil 4. So, wir sind wieder zurück und wir schauen doch jetzt mal, ob wir hier noch was verkaufen können. So, wir verkaufen einmal das hier. Dafür lasse ich einiges springen. Und tauschen. Wir haben nur einen Punkt, leider. Mein Rücken bringt mich um. Die Jahre kommen jederzeit. Ja, und hier, vorerst behalte ich das alles noch. Okay, ich glaube, das war's. Na dann, was kann Aber ich wir für werden dich tun? definitiv unser Messer reparieren und die Schutzweste. Weiterhin viel Glück, Fremder. Und ansonsten, ja, gute Frage. 68.000 habe ich noch. Vielleicht die hier? Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Ja, das sind halt immer die Fragen. Was updatet man? Also ich mach die hier. Für diese Arbeit braucht man angenehme Reise. Okay, so. Aber ich glaube, wir müssen noch zurück. Was habe ich hier vergessen? Ah, okay, nur ein Forellenbarsch. Also nur etwas Leben. Wir gehen mal zurück und machen die Medaillons noch. Das macht bestimmt Sinn. Ist doch die Richtung, oder? Moment mal, müssen wir nicht auch noch Ratten wieder töten? Wie war das nochmal? Wo sind denn die Aufträge? Okay, den habe ich nicht gemacht. Abfallbeseitigung. Genau. Wahrscheinlich hier. Ich muss hier vier Ratten töten. Das andere war die blauen Medaillons. Das könnten also doch die Ratten hier sein. Würde zumindest Sinn machen. Bleibst du mal stehen? So ein Biest, oder? Ah, okay. Das sind wirklich die Ratten hier. Hier nicht mehr. Vielleicht hier um die Ecke. Denn den Auftrag würde ich schon gerne mitnehmen. Ach was. Das habe ich hier vergessen. Okay.
Tja, Ashley, ich muss die blauen Medaillons beseitigen. So, ist das über mir? Wahrscheinlich. Alle hier oben. Geht es hier rein? Gehen wir woanders lang. Ah, okay. Stimmt. Auf diese Seite konnte ich gerade raus. Hammer. Sie freut sich. Und wo noch? Irgendwo hier um die Ecke. Und was jetzt sein kann, dass die ganzen Medaillons jetzt über mir sind. Das würde Sinn machen. Hier von 5 und das andere hier in der Ecke. Da komme ich doch gar nicht hin, oder? Das hängt wieder so komisch irgendwo versteckt. Oder? Okay, also das war's. Ein Auftrag wäre erledigt. Und jetzt kann ich zurückgehen. Noch die Ratten abknallen. Ist jetzt die Frage, ist das jetzt schon die Abfallbeseitigung? Oder wo fängt die an? Vielleicht schon hier. Also, wir brauchen jetzt hier Ratten. Und wenn man welche sucht, sind keine da. Ja, okay. Dann müssen die zwangsläufig irgendwo hier hinten sein. Das ist eine eklige Pampe hier. Ach was. Na, zum Glück bin ich nochmal zurückgegangen. Schlei aus dem Weg. Komm schon, wo sind die Teile? Auf der anderen Seite, oder?
Die piepsen schon rum. Naja, die müssen auf der anderen Seite sein. Hilfst du mir mal? Okay. Ah ja, perfekt. Bleib halt da. Okay, 2 von 4. Hier noch? Oder... Okay. Jawohl, Jungs. Ach was. Und jetzt kann ich sogar noch den Fisch hier mitnehmen. Okay. Ich glaube, das war es aber. Was ich hier noch mitnehmen kann, oder? Hier noch? Oh, jetzt aber. Okay, das war's. Wir haben die 2 Nebenmissionen erledigt. Dann gehen wir nochmal... Oh, geht's hier hoch? Nein. Dann gehen wir nochmals kurz zum Händler. Und dann können wir dann auch schon wieder weitergehen. Gute Arbeit. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremde. Jetzt haben wir hier 9 Stück. Kräuter sind eine feine Sache. Man kann damit heilen, töten, einfach alles. Sollen wir uns noch irgendetwas gönnen hier? Ich hätte gerne das hier. Das Laservisier für meine Punisher. Wäre das dann alles? Komm jederzeit wieder. Okay, Leute, wir gehen weiter. Das sieht schon wieder sehr verdächtig aus hier. Großer Platz, es speichert ab. Von alleine. Da passiert was. Bis jetzt sieht noch alles harmlos aus. Leon! So, ich muss jetzt wieder auffangen. Na gut, wir sammeln alles ein. Was geht jetzt ab? Leon! Da. Der Lift. Wenn nur diese Wand nicht wäre. Okay, die Wand muss weg mit dem Ding, oder wie? Ach was. Okay, jetzt wird's interessant. Abrissbirne. Das mach ich. Nein, oder? Frau am Steuer. Kein Witz.
Hattet ihr sowas heute in der Schule? Ja, Leistungskurs, Baggerführer. Becker! Super. Ich kümmere mich um die. Les he encontrado! Gott, was geht jetzt ab? Also. Nein, das tat weh. Oh, was geht hier schon wieder ab? Gott, Junge, echt, ey. Okay, der ist down. Oh mein Gott, das war knapp. Muss Ashley wieder retten? Die lernen es einfach nicht. Wow, Junge! Weg mit dir! Es ist nur noch der eine hier, oder? Sorry, keine Absicht. Wer so nett nach einem Arschtritt fragt, sollte ihn bekommen. Sag bloß, da kommen noch mehr Gegner, tatsächlich. Nein, oder? Vier Stück? Geht aufs Haus. Oh mein Gott. Leon.
Komm schon, Junge. Der war richtig nice. Wow. Shit, meine Schutzweste. Oh ja. Meine Schutzweste ist weg, Leute. Ich glaub's nicht. Wow. Was für ein Fight. Ich hoffe, das ist alles. Na also. Ashley hat's geschafft. Es wurde aber auch langsam Zeit, Ashley. Und hier liegt noch eine Blendgranate irgendwo. Innen drin. Oder hier oben irgendwo. Hier unten, ne? Na also. Solltest du zu deinem Beruf machen. Ja, dieser Humor. Okay. Sieht so aus, als könnten wir weitergehen. Und wir wären jetzt hier endlich beim Lift. Und hier liegt noch ein neuer Nebenauftrag. Oh je, es fängt wieder an bei ihr. So, der wandelnde Tote. Mehrere Personen berichten davon, eine mysteriöse Leiche umherwandeln gesehen zu haben. Sicher das Ergebnis irgendeines verkommenen Experiments. Kann es jemand von ihrem Elend befreien und ihr erbärmliches Dasein beenden? Gebiet Inkubationsstation. Ach so, da müsste ich jetzt wieder zurück. Glaube ich. Ja gut, ich glaube, die lasse ich eher aus, die Mission. Und wir gehen weiter. Wir sammeln hier noch alles ein. Ah, und jetzt kann ich auch hier raus. Macht also Sinn. Gut, wir müssen hier hoch. Aber jetzt. Weißt du, ich finde, wir geben ein richtig gutes Team ab. Ich schätze schon. Oder? Wer weiß, vielleicht werde ich auch mal eine Agentin. Was sagst du? Wir könnten unser Land gemeinsam vor Gefahren beschützen. Wenn du meinst. Jedenfalls müssen wir dazu erstmal heil hier raus. Langweiler. Okay. Also hier können wir nicht rein. Und hier oben?
Ah, ich muss einfach hier drüber springen. Bernsteintransport. Ich möchte betonen, wie wichtig die korrekte Handhabung beim Transport des Bernsteins aus dem Untergrund ist. Lassen Sie größte Sorgfalt und den gebotenen Respekt walten. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass der Schlaf des Heiligen Leibes nicht gestört wird. Okay. Ach, das ist das hier. Okay. Das muss es sein, wovon Luis gesprochen hat. Genau. Und das soll ich, glaube ich, zerstören, oder? Wir sammeln erst alles ein. Überlegene Spezies, Bericht. Geliebter Lord Settler, ich freue mich, gute Nachrichten überbringen zu dürfen. Die Produktion der überlegenen Blaga-Spezies hat offiziell begonnen. Wenn alles nach Plan verläuft, so versichere ich euch, werden wir unser Ziel erreichen. Der Plaga ist ein wirklich verblüffender Organismus. Er ist in jedem Wirbeltier lebensfähig, sei es ein Mensch, ein Hund oder eine Krähe. Es gibt auf der Welt keinen vergleichbaren Parasiten. Die überlegene Spezies beeindruckt besonders, denn sie kann sich an den Wirt assimilieren, ohne dabei dessen Gehirn zu schädigen. Okay. Wurde das bei dem Lord Settler so gemacht, oder? Naja. Niemand kann sich eurer Herrschaft widersetzen. Nein, im Gegenteil. Wer würde sich noch widersetzen wollen, wenn er einmal die Freude erleben durfte, die mit der Abwesenheit von freiem Willen einhergeht? Ich bin der lebende Beweis, wie unwissend ich doch einst war. Okay, der hat's auch bekommen. In ein paar Tagen werde ich allen hochrangigen Forschern den Plaga injiziert haben. Und auch sie werden es erfahren. Wenn euer Plan vollständig in die Tat umgesetzt ist, wird die ganze Welt es erfahren. Annabel Garcia Escudero, leitende Forscherin. Tja. Danke Leute, würde ich doch mal sagen. Und was ist das hier? Oh. Das ist es. Kniet nieder. Dies ist der heilige Leib. Unsere göttliche Vorsehung und bald ein unerschöpflicher Segen für alle. Las Plagas. Willkommen, meine Kinder. Ich bin Osmund Settler. Die Stimme unseres Herrn. Mir ist scheißegal, wer sie sind. Törichte Schafe. Warum verweigert ihr die Gnade? Nun, entsage deinem Leib. Gehorche. Gehorche der Stimme unseres Herrn. Nein! Nein, oder? Mein Kind, wehr dich nicht! Oh oh. Herr, vergib diesen gottlosen Sündern. Deine Buße wirst du von meinem getreuen Jünger.
ableisten. Komm, Kind. Du musst keine Angst haben. Übergib dein Leib und befreie dich von Angst. Na super, jetzt haben wir sie schon wieder verloren. Wir müssen jetzt wieder Ashley verfolgen. Gut, aber wie komme ich jetzt denen hinterher? Ah, so herum. Kommt da jemand hoch? Tatsächlich. Nimm kein Ende. Kommt er jetzt hoch? Oh mein Gott, der Arme. Das halt so. Oh mein Gott. Okay. Und schon wieder so ein Teil. Gut, das war also Osmund Sadler. Und ich denke mal, das wird unser Endgegner sein. So, und was haben wir denn hier? Einrichtung von Verteidigungsanlagen. Wie gewünscht ist die Sanierung der Insel in vollem Gange. Um Eindringlinge abzuwehren, wurden Waffen und Verteidigungsanlagen installiert. Wenn wir fertig sind, wird die Insel eine einzige Festung sein. Das habe ich gemerkt. Wir werden uns mit diesen Mitteln nicht bis in alle Ewigkeit verteidigen können. Aber bis zum Abschluss unseres Plans sollte es reichen. In jedem Fall bringen sie uns unserem Ziel von der Weltherrschaft ein ganzes Stück näher. Niemand wird unserer Macht etwas entgegenzusetzen haben. Jack Grauser. Ach, der schon wieder. Ja, ich schätze, den müssen wir auch noch um die Ecke bringen. Okay, wir gehen weiter. Wo habe ich etwas vergessen? Ach, hier. Perfekt. So, ich glaube, ich habe alles mitgenommen. Das heißt, wir können abhauen. Liegt ewig viel noch herum. Munition. Genau. Operation Javia. Selbst unter den obersten Mitgliedern der US-Regierung haben nur wenige je von diesen Namen gehört und es ist auch nicht verwunderlich, denn die Operation wurde nicht öffentlich gemacht. Sie wurde durchgeführt,
und dann begraben. Der Grund, sie war unmenschlich. Alles begann 2002, als eine kleine Einheit von US-Spezialkräften nach Südamerika entsandt wurde, um dort ein Gebiet zu infiltrieren. Ihre Mission war es, die Drogenkartelle zu zerschlagen. Es dauerte mehrere Jahre, die Operation vorzubereiten. Und nur besonders befähigte Soldaten wurden dafür ausgewählt. Ich weiß nicht, ob die Mission ein Misserfolg war oder nicht, aber ich weiß, welches Schicksal diese besonders befähigten Soldaten an ihrem Ende erleiden mussten. Offenbar wurde, bis auf den befehlshabenden Offizier Major, die gesamte Einheit ausgelöscht und nicht durch die Kartelle, sondern die USA. Ich denke mal, das war Major Krauser, oder? Es wäre sicher kein Problem gewesen, eine einzelne gestrandete Einheit zu bergen. Ein einziger Helikopter hätte ausgereicht, aber aus irgendeinem Grund reagierte das Militär nicht. Gerüchten zufolge war diese Entscheidung die Folge eines Machtkampfes in den obersten Reihen. Andere sagen, der damalige Präsident selbst habe eine entsprechende Anordnung gegeben. Aber wir werden die Wahrheit wohl nie erfahren, denn die ganze Angelegenheit wurde vertuscht. Einer Sache bin ich mir allerdings sicher. Die US-Regierung hat diese Leute sterben lassen. Mutige junge Menschen, die ihr Leben ihrem Land verschrieben hatten. Ich will dieses Verbrechen ans Licht bringen. Nicht, weil es meine Verantwortung als Journalist ist, sondern weil es meine Pflicht als Amerikaner ist. Bei Obigen handelt es sich um ein von einem amerikanischen Journalisten namens verfasstes Manuskript bezüglich Operation Javier, Fußnote 2. Dieser Artikel wird nie veröffentlicht werden. Um den Journalisten wurde sich bereits gekümmert. Oh. Okay, da sind einige draufgegangen. Und das sind wir. Na super. Da wartet jemand auf uns, oder? Ashley Grahams Entführung, Phase 1. Abfahrt mit der Zielperson vom Campus. Zielperson wie gewohnt bis zum Beginn von Phase 2 eskortieren. Im Fahrzeug sollten nebst Baker drei weitere Personen sitzen. Abels Einheit fährt in einem separaten Fahrzeug hinterher. Fahrt die übliche Route. Phase 2. Probleme mit dem Motor vertäuschen und das Fahrzeug stoppen. Zielperson zu Abels Wagen führen. Phase 3. Abels Einheit weicht von der üblichen Route ab. Zielperson betäuben und fesseln. Zielperson in einen Container einschließen. Phase 4. Bakers Einheit sorgt für Ablenkung. Henrys Einheit hackt die Datenbank der Ermittlungsbehörde und legt ihr Netzwerk lahm. Phase 5. Treffen bei Punkt K9 und Transfer der Fracht auf das Schiff. Okay, so wurde praktisch die Ashley entführt. Okay, und ich nehme mal an, ich folge den Blutspuren hier. Look Alive. Den hat's direkt hier oben reingebackt. Hallo, Fremder. Ah, okay. Und wo geht's hier hin? Zu Lord Settler nehme ich doch mal an, zum Endkampf. Aber gut, die Arbeit hoch. Wie auch immer, ich denke, das sollte aber auch genug sein für diese Folge. Wie immer danke ich euch natürlich fürs Zusehen. Gebt mir doch ein Like, wenn ihr mehr wollt. Und dann sehen wir uns aber auch schon bald wieder in der nächsten Folge.